Das große Thema heute an der Messe ist Digitalisierung. Wie weit ist man heute an den Schulen mit der Digitalisierung? Ich würde sagen, schon ziemlich weit. Es kommt aber auch ein bisschen auf die Ausstattung darauf an, die die Schulen haben. Und auf die Stufe natürlich. Ich denke, je älter die Kinder werden oder sind, desto besser ausgestattet ist man in der Schule und desto fortgeschrittener sind auch die Methoden, die man anwendet. Wo sehen Sie punkto Digitalisierung die Herausforderungen oder auch die Chancen? Schulen müssen einen guten Mittelweg finden zwischen Auseinandersetzung mit handwerklichen Fähigkeiten, Kompetenzen, sozialen Kompetenzen, aber auch mit Hinblick auf die Zukunft, was das Berufsleben von uns erwartet, müssen wir die Kinder und die Schülerinnen und Schüler auch entsprechend vorbereiten. Also ein guter Mittelweg zwischen Fähigkeiten, die wir bereits schon kennen, mit handschriftlich, handwerklich, aber auch mit neuen Kompetenzen in Sachen digitale Transformation. Wie wichtig ist jetzt eine Messe wie die SwissDidac als Treffpunkt für die Bildungsbranche? Die SwissDidac ist ein wichtiger Treffpunkt für Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen, Behörden, Wissenschaftler, um sich zu treffen hier, um Inputs zu holen und um auch ein bisschen zu schauen, wo die Zukunft ist für die Schule, wo es uns hinführt und was für Möglichkeiten in Zukunft bestehen.